Dieser Modus eignet sich zur dekodierten Aufnahme mit MS-Mikrofonsystemen. Wenn im Setup-Menü MS-Stereo-Link ausgewählt ist, würden die Kanäle 1 und 2 als MS-Mittelseite-Stereo-Paar verkoppelt. Diese Art der Stereophonie ist wegen ihrer kompakten Bauform, der guten räumlichen Darstellung und der Mono- und Surround-Kompatibilität im Rundfunkbereich sehr beliebt. M steht für Mitte und S für Seite. Aus diesen Signalen wird durch eine Matrix das Stereosignal gewonnen. Zur korrekten Verbindung der MS-Matrix um 302 wird das Mittenmikrofon an Kanal 1 und das Seitensignal an Kanal 2 angeschlossen. Kanalpfade 2 regelt wiederum die Gesamtlautstärke. Die Gain- und Trittschallkontrolle wirken auf den jeweiligen Kanal. Jedoch sind die Bandschalter deaktiviert, da die korrekte Verteilung durch die Art der Stereophonie definiert ist. Zuerst pegelt man Kanal 1 mit dem Mittensignal, wie gehabt per Ringregler bei Durchgangverstärkung des Fader 2 korrekt ein. Danach regelt man den Gain des Seitenmikrofons so weit auf, bis die maximale Stereobreite erreicht ist. Hierzu zoomt man aus 45 Grad in das Mikrofon und sucht den Punkt, ab dem das Stereobild beginnt. Wieder zu kollabieren. Da eine so laute Einstellung außer zu Verlagerungen auch zu gegenphasigen Signaleinteilen auf den Ausgängen führt, gilt hier, lieber etwas zu wenig als etwas zu viel. Auch zu beachten ist, dass im Gegenteil so herkömmlichen Stereomikrofonen eine unterschiedliche Einstellung der